This building traps the souls of all who die here. Softstar! Unreal Engine. Dieses Spiel kann Inhalte enthalten, die für manche Benutzer ungeeignet sind. Bitte seien Sie vorsichtig, wenn Sie dieses Spiel spielen, wenn Sie herzkrank sind oder sich körperlich unwohl fühlen. Ich fühle mich gerade körperlich ein bisschen unwohl, ne? Das war's. Tschüss. Handlungen, die Religion, Krankheiten, Gewalt, Selbstverstümmelung und andere reife Themen beinhalten, sind in diesem Spiel enthalten. Bitte versuchen Sie nicht, die Ereignisse dieses Spiels im wirklichen Leben nachzustellen. Alle Namen von Personen, Orten und Gegenständen in diesem Spiel sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit existierenden Namen ist rein zufällig. <笑>就算是死，也逃不了。 不可能！不可能！这个不会困住所有死在这里的人。徐友仪，我们永远在一起吧。恋鬼楼，2016文华大学联合迎新恐怖嘉年华。 0914-7点放映室与你在一起。 So, das war der Fluch der Brücke. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Haben wir gut durchgespielt. Okay. Hey, Chef. Dien Shouyu, 你人在哪啊？ 我在出外勤，跑新闻。哦，外勤？海班表的刚才跟我说，你好像不愿意排我们娱乐线的班。啊，没有没有，主任，我没有那个意思。可能最近我状态比较不好，说话比较容易让人误会。好，那你到底去哪了？刚刚打你十几通电话，都在讯号外。Das ist Herfunk? 我刚到文华大学，可能山上收讯比较差一点。文华？ 哦，最近那个电影摄影片闹鬼的。对，现在鬼月嘛，又是校园鬼故事，我就想可以赶快做个独家报道。不对啊，文华怎么会同意这种鬼啊、灵异的采访？以前为了追踪黄婷婷失踪案，我们也得罪过他们。不换个题材吗？不，主任，要是能弄到点什么，这条新闻一定会红的。啊，好吧。 文华晚上特别阴，自己小心。好，谢谢主任。Ich glaube, ich habe Wung ist 10. So, bewegen. Warte, jetzt kommt die langsame Bewegung rein, aber erstmal kommt hier wieder Bewegung rein. Hallo. So, bewegen WASD, Shift zum Laufen und C zum Kauern. Drücke zum Öffnen des Hauptmenüs Tab. Drücke zum Umschalten zwischen Registern Q und E. Aha, aha. United News Mitarbeiterausweis. Also wir ermitteln gerade in dieser Story, ja. Und jetzt müssen wir natürlich gucken. Ring, ting, ting. Ich bin ganz ehrlich, ich habe nur einzelne Worte gelesen. Ich kann mir die Namen alle nicht. Ich weiß nicht, wer da... Da werde ich Schwierigkeiten haben. Ich bestätige und schaue mir mal kurz die ID-Card an. Die sieht sehr gut aus. United News. Ja, das sind wir. Drehen können wir. Aha, aha. Detaillierte Ansicht. Ein Mitarbeiterausweis des bekannten Medienkanals United News. Damit können sich Journalisten einfach und bequem gegenüber relevanten Personal ausweisen. Trägt den Namen Lian Shu Yo sowie die Berufsbezeichnung Reporterin.
Okay, und hier haben wir noch einen mysteriösen Brief, ein Foto eines Tresors, auf dessen Rückseite ein Hilferuf geschrieben wurde. Oh, den gucken wir uns auch mal schnell an. So. Da steht eindeutig ein Hilferuf. Auf der Rückseite steht in krummen roten Buchstaben: Wen Hua Universität, Büro des Archivars, Reporterin Su Lian, hilf mir, Huang Ting Ting. Okay, Büro des Archivars. Wir sind Reporterin Su Lian und wir müssen Huang Ting Ting helfen. Glaube ich. Apparate, okay. Steht da jemand? Nein, so ein ungünstiger Schatten. Aha, was ist das? Ein roter Umschlag mit Money, Money, Money. Darin befinden sich ein paar Haare und ein 100-Yuan-Schein. Auf dem Umschlag steht: Vier Säulen des Schicksals für einen besonderen Menschen. Abergläubische Menschen sind der Überzeugung, dass man einen roten Umschlag auf den Boden legen und darauf warten soll, dass die auserkorene Person ihn aufhebt, wenn man nach einem geeigneten Lebenspartner für einen Verstorbenen suchen will. Und wir haben ihn gerade aufgehoben. Das ist das, was wir gerade gemacht haben. Wir haben ihn gerade eben... Haben wir nicht, der bleibt da liegen. Den nehme ich nicht mit. Ah, der gute Leatis, okay. Noch ein Leatis. Oh, sehr viele Leatis hier in der Tiefgarage. Ah, ist das ein Leatis? Das ist ein Leatis, cool. So, das Fahrrad ist auch ein Leatis. Ich bin Reporterin. Herr Jemine. Hat der eine Sonnenbrille auf in der Tiefgarage? Ach du grüne Neune, eine Katze, oh Jemini. Mein lieber Herr Gesangsverein. Was aber sehr cool gemacht. Dass er sie noch nicht gesehen hat, der hat sie schon längst gesehen, der weiß Bescheid, dass sie da ist, ne? Ja, he knows. He knows einfach. Okay, warte. Aha. Ein Werbeposter für einen vom Filmclub aufgenommenen Horrorfilm. Der Film handelt von dem Daren-Mord, der vor vielen Jahren auf dem Campus stattfand. Der Trailer ging aufgrund einer scheinbaren Geistersichtung, die von der Kamera festgehalten wurde, viral. Dies entfacht im Internet hitzige Diskussionen darüber, ob es sich um einen Spezialeffekt handelte, um Aufrufe zu generieren. Das würden Menschen niemals tun. Wo kam er eigentlich her? Aha. Oh. Oh, so süß. Ich nenne sie Achievement. Achievement, schlaf noch ein bisschen, ja? Ich komme später wieder. Oh. So süß. Okay. Aber wo kam er denn her? Und wieso ist hier alles abgesperrt? Was ist das für eine Tiefgarage? Hier ist ja alles abgesperrt. Ja, okay, na gut. Kommt mir gerade irgendwie bekannt vor. Warum?
Aufgrund der schlechten Beleuchtung und der damit verbundenen Sicherheitsrisiken ist der Aufenthalt im oder rund um das Darin-Gebäude nach Mitternacht strengstens untersagt. Zu dieser Zeit werden die Türen verschlossen. Bitte verlassen Sie das Gebäude rechtzeitig. 2 Stunden, das ist eine Ewigkeit. So. Hier sind überall Katzen drin übrigens, wollte ich nur sagen. Das sind aber Schrödingers Katzen, deswegen kann man nicht öffnen. Hydrant. Und da ist noch ein zweites Fahrrad. Mit dem kann man nichts machen, ne? Nee. Okay, dann... Okay. Mit C crouchen. Kommen wir denn hier durch? Und vor allem gibt es hier keine Kameras. Mobiltelefon. Drück zum Öffnen des Inventarbildschirms T. Herr Wong und Unbekannt hat mich angerufen. Okay, Herr Wong. Ich rufe Unbekannt zurück. Klingt auch wie Herr Wong. Den Brief? Aber ich habe den liegen lassen. Ich habe den nicht mitgenommen. Ist das gut oder schlecht, dass ich ihn habe liegen lassen? Also ich rufe mal Herrn Wong an. Unhöflich. So, Vater. Vater hat uns geschrieben. Liebe Freunde, lasst uns schauen, was Vater uns geschrieben hat. Warte. Sue, kommst du heute Nacht nicht nach Hause? Ja, ich muss Nachforschung zu einem Fall anstellen. Richt es Mama aus. Bist du denn jetzt nicht für die Unterhaltung zuständig? Wieso musst du da Nachforschung anstellen? Du weißt, dass sich deine Mutter wirklich Sorgen um dich gemacht hat, als du Fällen nachgejagt bist. Du solltest wirklich einfach kündigen. Bewirb dich mal an einer Regierungsstelle. Das bedeutet ein stabiles Einkommen und gute Arbeit. Glaub mir. Schroff ablehnen oder wir sind höflich, er ist unser Vater. Ja, wir werden nicht schroff sein. Das ist unser lieber Vater. Wir werden um den heißen Brei reden. Natürlich, wie Kinder das eben tun. Papa, das Signal hier ist nicht sonderlich gut. Ich muss an die Arbeit. Ruh dich etwas aus. Gute Nacht. Das Signal hier, während wir schreiben? Okay, lass uns zumindest wissen, wann du heute Nacht fertig bist. Hab dich lieb. Na siehste, so geht's doch. Das Signal ist nicht gut. Wie gelogen. Okay. So, der Kendo-Club. Aha, und hier? Eine gruselige Willkommensveranstaltung, in die die Wenhua-Studenten definitiv viel Arbeit stecken. Die Tatsache, dass sie während des Geistermonats stattfindet, trägt zur schaurigen Stimmung bei. 2016, Jahrmarkt des Horrors. 24. jährliche Aufnahmeveranstaltung von Wenhua. 7.9. bis 14.9. veranstaltet von Team des Jahrmarkts des Horrors. Bei sämtlichen Aktivitäten hat Sicherheit die oberste Priorität. Keine Sorge. Ich bin sicher, wir sind safe. Hier kann nichts passieren. Sicherheit hat die oberste Priorität. Was ist denn? Irgendwas mit beiden Geschlechtern. Ich weiß, keine Ahnung. Es ist verboten, Mann oder Frau zu sein. Dann wird man verhaftet. Denk bitte dran. Entschuldigung, ich hab, Wir sind gerade B1, ne, oder? Wir sind B2 wahrscheinlich. KGG? Kentucky Greit Gicken. Wir können einfach überall hin, das ist voll cool. Aha. Hier ist noch frei, da kann man einmieten. Oh. Komm ich da rein? Super Eiscreme. Was ist das denn hier? Oh.
auch einmal Chicken. Einmal mit Brati. Ich glaube, ich will dann nicht essen. Mini-Skelett-Spielzeug. Okay, das ist, okay. Eine limitierte Actionfigur von einer Kooperation mit einer Brathähnchenkette, erhältlich während des Geistermonats. Das Unternehmen erklärt, wird nicht mitten in der Nacht zum Leben erweckt. Das ist gut. Okay. Kann ich mitnehmen? Kann ich nicht. Okay, ich kann es nur angucken. So, KGG. Das ist der Gurnel. So. Ich mag eigentlich nur Skelette, die nachts zum Leben erweckt werden. Ich lasse das mal da. Bin ein bisschen enttäuscht. So. Lecker, 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 aber kein Boss-Tee. Ist aber auch nicht in Japan, ne? Aber trotzdem lecker. Boss-Kaffee, Entschuldigung. So, hier ist Kakao. Kakao. Aha, aha, aha. Hier ist Tür, Tür. Steph, Steph. Okay. Und hier geht's noch einmal um die Ecke. Haben wir für diesen Fall etwa High Heels an? Ist das eine gute Idee? Okay. Ich habe den Deckel abgemacht. Okay. Das ändert alles jetzt. Gesamte Gameplay ist jetzt komplett geändert. Wird jetzt komplett anders auch. So. Was ist hier? Nichts. Und hier? Seahorse Coffee. Oh, lecker. Gibt es wieder Pumpkin Spice Latte? Hätte ich gerne. Gibt es noch nicht. Okay, schade. Gibt es nur zu Halloween leider. Mm. Okay, aber sonst können wir hier irgendwas machen? Oder ist das hier nur zum schon mal Foreshadowing, wo wir uns nachher verstecken werden? Okay. Also cool, dass es geht dahin, ne? Ich fahre mal auf die 1. Ich weiß auch nicht, wo der Wachmann ist. Oh. Hey, Sinan, nur um sicher zu gehen. Der Schlüssel zum Büro des Archivars ist im Raum des Militärausbilders, richtig? Ja. Es ist dir also ernst. Wow, OMG, Digga, verdammt wild, oh. Danke für die Hilfe, ohne viele Fragen zu stellen. Der Artikel lautet dringend, gute Bezahlung, Teilzeitstelle. Sieht definitiv nach Betrug aus. Ich untersuche einen Fall, konnte Details nicht wirklich besprechen. Danke nochmal für die Hilfe. Wie vereinbart arrangiere ich ein Print-Interview mit dem Filmclub? Okay, okay, okay. Danke schön. Danke. Was? Begib dich zum Büro des Militärausbilders. Was? Mach ich gleich. Da Rennführer. Okay, wir sind in der Lobby und da ist das Büro des Militärausbilders. Cool, 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 da, wo wir gerade sind. Da ist das Büro des Archivars, da kommen wir gar nicht rein, also gucken wir gleich mal da. So, ich muss pipi. Aber ich werde es noch kurz aushalten, denn ich will noch ins Büro des Militärausbilders, das hier sehr gut gesichert wurde. Nachdem ich hier geguckt habe, da ist nichts, ne? So. Aha. Ich habe was gehört. Ein Schnarchen, glaube ich. Wir gehen da gleich rein. Ich wollte nur gucken, wo die Treppe hinführt. Ah, ist ja schön.
Das war eine andere Etage als die, wo wir waren, ne? Wir müssten jetzt eigentlich da gelandet sein, wieder in der Cafeteria, aber irgendwie... Irgendwie sind wir hier doch woanders. Wir sind, glaube ich, hinter der Cafeteria, oder? Eine Hundehütte. Okay, ja gut, hier ist Müll. Hier bringt man den Müll weg. Alles klar, da fühle ich mich heimisch. Geh mal wieder hoch. Vielleicht wird es später relevant. Ja, warum sind unsere Schuhe so unfassbar laut? Warum haben wir für eine Ermittlung so eine unfassbar lauten Schuhe angezogen? Warum haben wir High Heels an? Oh, man sieht hier sogar ein bisschen. Weiß auch noch. Büro des Militärausbilders. Ach, ja, ist das. Schlaf, mein guter Mann, schlaf. Wir müssen irgendwie den Fernseher ausmachen, ne? Sir? Sie ist... 年纪大了。 老是睡不好啊，哎，醒了就睡不着喽。嗯，早点事情做好了。哎，Hat sie eine Taschenlampe an? Hat sie eine Taschenlampe an? Ist das richtig? Achtung! Geister hören nicht nur Geräusche, die du machst, wenn du dich bewegst, sie hören auch Geräusche von Gegenständen, gegen die du stößt und andere Geräusche in der Umgebung. Oh no! Kann ich die Taschenlampe ausmachen? Ich weiß halt nicht, wo das Ding ist, ne? Da will man nicht stören. Hey, ja, das ist Wenbo Xiong Sui da. Was ist das? Ich hab mit dem Stuhl gequietscht, glaube ich. Oh, fuck my life. Ich bin mit meinem Arsch an den Stuhl gekommen. Okay. Gut. Ich hab Angst, dass meine Schuhe zu laut sind. Altmodische Stiefel. Jetzt kommt der hier rüber, oder was? Zufälligerweise?
Natürlich kommt er zufälligerweise hier rüber. Die Schuhe gucken wir uns gleich nochmal an. Ich wollte mich gerade nur beeilen. Mann, was machst du denn da? Geh wieder rüber! Oh shit. Ich kann mich hier nicht verstecken. Klassisches Oldies-Band. Detaillierte Ansicht. Ein limitiertes Kassettenband. Ein legendärer Campus-Volkssänger aus Wenhua spielt auf seiner Gitarre und singt. Ein klassisches Bild, das die Herzen vieler Menschen berührt. Dies ist ein Band aus der persönlichen Sammlung von Sergeant Huang. Es ist ein Lied, das er häufig summt, wenn er seiner Arbeit nachgeht. Aha. Was ist denn das? Lottoschein. Ein Lotterieschein, der in ein paar Schuhe gefunden wurde. Hat jemand vergessen, ihn nach der Prüfung der Zahlen wegzuwerfen oder wurde er vielleicht nie geprüft? Vielleicht ein für alle Zeiten ungelöstes Rätsel. Okay, er kommt wieder rüber. Wo ist denn der Schlüssel? Wo soll er sein? Der kommt halt immer in den Raum rein, wo wir gerade sind, ne? Es wäre praktischer, wenn man wüsste, wo der ist. Dann wüsste ich, wo ich gucken muss. Rüber. Der Schuh wieder gequietscht. Ich mag den. Gleich nochmal auf der Map nach. Er ist wieder drüben, ne? Hier ist ein Schaukelpferd. So, bla bla bla. Büro des Militärausbilders. Ist hier der Schlüssel? Okay, da ist wahrscheinlich der Schlüssel, ne? Da hinten irgendwo. Also doch im anderen Raum. Hühneressenz. Mm. So, ich hoffe, der kommt raus. Der kommt nicht raus, ne? Drin, ne? Kommt er wieder rein? Oh ja, oh shit.
Oh nein, ich komme nicht weg. Hm. Ah, shit. Okay, also es ist da drüben im Raum. Rennen ist deutlich lauter als gehen. Ja, beim Kriechen und Geben machst du aber immer noch Geräusche. Ja, das haben wir alles gemacht. Ich krieg nicht mal den Schlüssel, verdammt. Warte. Da. Verdammte Axt. Jetzt haben wir ihn. Sportübung. Wir haben, was wir wollten. Oh, Junge, Junge, Junge. Der grüne Pfeil war es. Ich habe ihn sogar vorher noch gesehen und wir vergessen, dass er ein grüner Pfeil war. Ah, okay, okay. Und jetzt einmal rüber. Das reicht mir schon an Horror. Mehr brauche ich gar nicht. Einfach die Nachtwache umgehen. So. Wo geht's hier hin? Okay. Okay, okay. 2F. Okay, okay. Waren wir hier schon? Nee, ne? Ich schau mal kurz. Wir sind jetzt hier. Computerraum A. Da müssen wir auch gar nicht hin. Okay, finde ich gut. Wir könnten jetzt schon mal gucken. Oh, voll Bock drauf. Wir können jetzt schon mal gucken, aber ich glaube, wir müssen nicht, ne? Weil ich glaube, wir finden vorher eh nichts. Computerraum A. Ich starte jetzt alle Rechner und lass überall Grand TV laufen. Das ist eine gute Idee. Außer auf dem hier. Ich glaube, da läuft das nicht. Das wird nicht funktionieren. Oh, die haben hier Chips im Computerraum. Das ist so gemein. Was? Und die sitzen hier wirklich sehr eng beieinander. Ich will auch Chips im Computerraum. So, hier ist nichts. Okay. Donut. Njam, 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 njam. Ich gehe erstmal runter. Da geht's wieder hoch. Und dann gucken wir mal. Wir müssten eigentlich... Büro des Archivars. Wir müssen da rein. Das heißt, wir müssen hier auf 2F und da wieder auf von 2F runter, ne? Weil hier kommen wir nicht durch. Sehe ich das richtig? Okay, dann gehen wir nochmal hoch. Okay. So. Und wo ist die Treppe von hier? Jetzt rechts rum. Das müsste eigentlich hier sein, ne? 1F. Rechts rum und dann einfach geradeaus. Ich hoffe, das passt. Wieso geht mein Oprah an? Auto-Update oder was? Das sollte so nicht sein. Ich glaube, hier sind die Treppen. Das soll nicht sein.
Okay, hier sind wir richtig. Hier ist nichts, okay. Hier ist ein schönes Geräusch. Und ich glaube, von hier kommen wir... Ah, vielleicht kommen wir da lang. Büro des Archivars. Da wären wir. Das sieht sehr gut aus. Okay. Merkwürdige geometrische Tafel 2. Eine transparente Tafel mit einigen geometrischen Mustern. Scheint so, als gäbe es mehrere davon. Es ähnelt zudem dem Gemälde an der Wand. Vielleicht sind sie irgendwie miteinander verbunden. Oha, okay. Na gut, aha. Wow, was für ein schönes Gemälde. Ich bin verzückt. Wir gucken mal, ja? Wir schauen uns erstmal ein bisschen um und dann werden wir sofort alle Rätsel lösen. Für den Safe müssen wir erstmal das Wandrätsel lösen. Das sieht man an den Farben. Aber wie das Ganze zusammenhängt, werden wir herausfinden. So. PC. Warte mal, können wir die benutzen? Nee, ne? Oh doch, warte mal. Erstmal hier. Was ist da drin? Ein klassifizierter Ordner. Oh, Haftnotiz mit den Worten Band des Aufzugvorfalls 2000. Nicht weitergeben. Ist das eine Sammleredition oder was? Aufzugvorfall 2000. Aufzugvorfall 2000. So, nicht weitergeben. Okay. Nach Untersuchung des Falls Huang Tingting. An dem Tag, an dem die Studentin verschwand, arbeiteten wir mit der Polizei zusammen und zeigten ihr die Überwachungsvideos vom Haupteingang. Wir bestätigten, dass sie den Campus nicht verlassen hatte. Huang Tingting wohnte nicht in einem der Studentenwohnheime. Sie nahm üblicherweise einen Bus oder ein Taxi, um den Berg zu verlassen und nach Hause zu fahren. Okay. Hat den Campus nicht verlassen? Sie wohnte nicht am Studenten, sie nahm üblicherweise Bus und Taxi. Okay. Ja. Aha, das ist schon ein älteres Forum hier, ne? Das ist nicht Facebook, das war damals, das sind so Foren, das kennt ihr gar nicht mehr. Das war vor Facebook und Twitter und so, gab es immer so Interessenforen, wo Leute sich geschrieben haben. Quasi wie Reddit, aber zu einem Thema mit netten Leuten, die sich für das Thema interessieren. Warte. Thema. Echter Geist im Trailer von Das verhexte Gebäude. Autor ist Wen Hua 124567. Zeit 20.08.1.19. Es scheint wieder schaurig zu werden auf dem Campus. Ich bin Erstsemester der Wen Hua, totaler Neuling, ich weiß. Hörte, Wen Hua sei auf der Grenze zwischen ein paar Yin- und Yang-Gebieten errichtet. Scheint also böse Geister und sowas anzulocken. Das Darren-Gebäude sollte in Übereinstimmung mit den 8 Trigrammen errichtet werden, aber sie haben es vermasselt. Und diese falsch angeordnet. Also ist nix mit Feng Shui. Und nun sind überall dunkle Geister. Das ganze Ding ist verflucht. Und es gibt seit längerem Getuschel wegen des Aufzugs. Aufzugvorfall 2000! Dieses Getuschel immer. Okay, dann Seiten umblättern. Thema Re. Jüngste Nachrichten über die Darin-Videogerüchte. Zeit 20.08.15.21. Liebe Freunde und Studenten, online machen bizarre Gerüchte rund um das Erscheinen von Geistern im Aufzug des Darin-Gebäudes die Runde. Damit Außenstehende das Campusleben nicht stören, doch seid bitte besonders vorsichtig und achtsam, wenn ihr irgendwas oder irgendwem im Zusammenhang mit dieser Angelegenheit begegnet. Wenn euch ein Pressevertreter diesbezüglich kontaktiert, dann antwortet nicht. Lasst euch nicht auf ein Gespräch ein. Es beginnt bei uns diesen lächerlichen Gerüchten ein Ende zu setzen. So. Okay. Und hier? Ah ja, ist ja süß. Thema Wen Hua Militärausbildertafel. Freunde und Studenten. Nächtliches Herumlungern auf dem Campus ist verboten.
Denkt daran, euren Beitrag zum Energiesparen zu leisten. Achtet darauf, vor Verlassen alle elektrischen Geräte auszuschalten. Vielen Dank für eure Zusammenarbeit. Okay. Das war gerade kein Sächsisch, das war auch halb pelzisch. Irgendwie so eine Mischung aus allem. Keine Ahnung. Hier, aha, ne, interessante Akten, cool. Ich drücke mich noch kurz vor dem Rätsel und dann gucken wir mal rein. Mal schauen. Ah, jetzt ist mir alles klar. Okay, warte, Rot muss nach oben. Das muss nach oben. Das mit dem fetten Kloppi muss nach oben. Oh, dann mache ich das doch noch unten. Einzigartige geometrische Kunst. 7006, ne? 7006, okay. Eine Collage entstanden durch Verbindung zweier transparenter Tafeln. Sie bildet je nach Blickwinkel verschiedene Formen. Versucht sie auf etwas Tiefgründiges hinzuweisen? 7006, okay. Ja. Hätte ich die Farben mit in Betracht ziehen sollen? War das noch Teil des Rätsels? Warte mal. Ich hätte die Farben mit, rote 7. Oh, ich dachte, das wäre die richtige Reihenfolge. Okay, rote 7, gelb-grün 0. Rote 7, gelb-grün 0. Dann ist hier die 6. Okay, dann hier 7. Und dann hier 0. Oh, I'm Cytrox, dankeschön. Vielen Dank, I'm Cytrox, dankeschön. Vielen Dank. Rote 7, blaue 6. Entschuldigung. Cool. So. Doch, ich bin eine Studentin. 现在妹妹的打扮有这么成熟吗? Oh oh. Unser Presseausweis. 新和社新闻记者连书宇 哦哦哦,你就是电视上那个甜心主播哦 哎呦,我很喜欢你咧 本人比电视更漂亮啊 谢谢 是这样的,我来跟学生做采访 约这么晚啊 对啊,大家都忙嘛 我联络一下哈 哦 您拨的电话无人回应 将为您转接语音信箱，多声后开始计费。电话都不接啊！哎呦，把你一个人丢在这边迷路，怎么可以这样呢？不好意思，我这边的巫同学好像在忙，还是……啊，还是教官，您方不方便给我做个小采访？哎，我不方便，什么都可以，像是学校的环境或历史都可以。哎呀，因为我的长官一定要我做文华的报道。 还是教官，您知不知道任何小故事啊？哦，空手回去会被骂。哎呀，我懂了。嘿嘿嘿，哎，你有眼光，这种事哦，你找我黄忠勇就对了啦。文华的事哦，我知道的可多了。哎，哎呦，在这里站着讲，怪怪的了。
我看我们去学生餐厅啊，坐着哈、哦，边坐边聊啦，啊，比较舒服。什么生意？可能是什么东西没放好啊，掉在地上。这样子啦，我先去看一看啊，收拾一下。那你在这边稍等一会哈、啊。Der ist tot, oder? Der kommt nicht wieder. Begib dich zur B1 Cafeteria im Keller. So, das haben wir schon geschaut. Haben wir alles schon gemacht. Also, wenn er wiederkommt, wird er uns entgegengeschleudert in Teilen. Okay. Daren-Building, Daren-Gebäude. Da renn da raus, Leute. Okay, jetzt, aber wenn der weiß, dass wir da sind, können wir auch den Fahrstuhl nehmen, ne? Oh, ich dachte schon. Den haben wir vorher auch schon genommen. Wir müssen zu B1, ne? Können wir das irgendwo abspielen eigentlich? 2000. Ein altes Band mit dem Vermerk 6.7.2000, Vorfall im Aufzug. Wenn du es dir ansehen kannst, vielleicht kannst du es mit Online-Inhalten vergleichen und so weitere Hinweise aufspüren. Okay. Aber erstmal sollen wir ja auf B2, ne? Ne, B1. So. Wumm. Oh doch, er lebt noch. Jetzt erschreckt man den auch mal. Hallo, Mama. Oh. Ich habe Mama. Oh, ja. Wie kommst du hier? Nein, das ist eine kleine Sache. Ich gehe selbst. Oh. Ah, sonst so. Ganz gut, ich habe dir ein Bier gegeben. Was willst du? Das kann ich. Du kannst entscheiden. Oh, so. Gut, dann mach du erst. War das gerade Blut auf dem Boden? Dankeschön. Ich kenne das Video gar nicht. Ich bin nicht so gut. 其实我之前有做过黄婷婷的回顾特辑报道，刚刚又看到电梯，突然想起来了。看到教官您好像蛮资深的，就想说问问看。资深哦，哎呀，也算是了。一个人待的时间长啊，久了啊，时间就过得更快。您这么晚都还在学校，一定很辛苦吧？哎呀，不会啦，反正啊，我有没有地方去啊？
在这里待着比较舒服了。是跟太太吵架吗？我老婆很早就过世了，出意外死的。不好意思。哎呀，没事了。来，你看啊，很漂亮的护士小姐哦，追她追了很久哎，真的很漂亮。她以前啊也是我们学校的，环保建设的。嗯，我们是人说。她早，哎呦，一些臭小鬼哦，什么手被纸割一下都要去找她啦。哎，要不是……抱歉。没有关系，没有关系的。我才是一直在说我自己的事情，很无聊哈。不会不会不会，我很高兴您愿意跟我分享。很久没有人陪我聊天了，谢谢你啊。哦，der Arme tut mir voll leid eigentlich。那，你喝个饮料休息一下啊。好了以后，我带你去校史区。嗯，谢谢。谢谢。Der tut mir voll leid. Ah, so ein langer Elefant. Guck mal, da hat jemand einen Elefant hingemalt. Mit seinem eigenen Körperblut. Oh. Können wir mit ihm noch weiterreden? Achso, ich meine, abgesucht haben wir schon alles, ne? Aber hier wird wahrscheinlich nichts Neues mehr sein. Das laute Geräusch war oben. Das war vorhin nicht drin. Unbekannte Überreste in einem Topf. Ein paar unbekannte Überreste, die in einem Topf gesteckt und zwischen dem Fleisch versteckt wurden. Wer zur Hölle hat die da hingetan? Ich weiß, wer da gerade rumgewischt hat. Wer gerade mit seinen Füßen da noch rumgewischt hat gerade eben. Okay, das ist sehr beruhigend. Ich hoffe nicht, dass der Nachtwächter uns auch in einen Topf stecken will. Aber der war bis jetzt war der sehr lieb zu uns, ne? Also war er sehr lieb. Ich hoffe nicht, dass das die Katze von unten ist oder so, aber das hier ist halt so wenig Blut. Ein Mensch wird das nicht sein. Ist halt wenig Fleisch. Okay. Man kann aber auch nicht reingucken, ne? Man sieht da nichts. Ich meine, vielleicht war das ja so. Vielleicht war es ja die Katze aus dem Keller, die ihn vorhin erschrocken hat. Und vielleicht jetzt nochmal durch das laute Geräusch. Und deswegen wollte er was dagegen tun. Oder vielleicht wollte er gucken, ob es ein Achievement gibt. Okay. Also Spur geht auf jeden Fall dahin und sonst aber keine. Ich komm da aber leider nicht rein. Das wird immer besser. Das wird einfach immer besser. Ich guck nochmal schnell hier ein bisschen durch die Gegend. Da hier war die Hundehütte. Also es gab hier offenbar auch mal einen Hund. Wer weiß, was mit dem passiert ist. Okay, wir kommen aber nicht in den Raum von einer Seite, ne? Ah, shit. Da war das kleine Skelett. Da wird auch nichts passiert sein, glaube ich. Ne, ist immer noch das kleine Ding. Okay. Da geht's auch nicht lang. So. Tja. Hier geht's nicht weiter. Da drüben geht's auch nicht weiter. Hier ist Starbuck. Also Seahorse. Hier ist ein leerer Laden. Wo auch nicht reinkommen. Oh, warte mal, hier ist noch eine Tür. Aber die geht auch nicht. Oh, verdammt.
Okay, wir werden es nicht rausfinden. Wir werden es zumindest jetzt nicht rausfinden. Okay, ich drücke jetzt F. Ich hätte auf die Map gucken sollen, ne? Warte. Aber da ist auch keine Treppe. Also wir kommen auch nicht von woanders da rein. Leider sind es nur die beiden Türen und die sind zu. Jawohl. Nehmen wir die Treppe. Keine Blutspur, okay. Der hat 100 pro... das war gerade eben noch nicht da. Liebesroman. Eine rührende Liebesgeschichte über eine vom Schicksal bestimmte Beziehung zwischen einem Menschen und einem Geist, der einen Verkaufsautomaten beseelt. Da fällt mir gerade ein, die Pan und ich haben so geguckt, ob wir nochmal ein Anime gucken, bla bla bla, sonst irgendwas. Und dann haben wir auf Crunchyroll, ist das glaube ich, gibt es gerade so ein Anime, der heißt Wiedergeboren als Verkaufsautomat. Und da haben wir reingeschaut. Es gibt ja mehrere von diesen, da stirbt ein Junge und kommt in eine Fantasy-Welt. Ich habe auch ein paar von ihnen gesehen und so. Und dann ist der einfach in der Fantasy-Welt und aber als Verkaufsautomat. Und dann kämpfen dann Orks gegen den und dann muss der irgendwie seinen Schutz. Es ist einfach. Wir haben nach der Hälfte ausgemacht der ersten Folge. Wir müssen vielleicht mal weiter gucken. Aber es war so absurd. Es ging aber nicht. Es ging aber nicht. Vielleicht gucken wir nochmal weiter. Ich würde einfach gerne wissen, wie es weitergeht. Ich bin schon neugierig. Ja. Genau, Vending Machine. Genau. So, fiel mir gerade ein, wo ich es hier sehe. So, Seiten umschalten geht nicht. Und wenn ich hier rückwärts mache. Ach, da ist der Verkaufsautomat. Erinnert mich an Cyberpunk, den Verkaufsautomaten. Das ist Professor, aber da ist... Da ist doch... niemand drin. Oh, Professor. Guten Tag, Professor. Sieht er vielleicht irgendwas, was wir nicht sehen? Mit der Sonnenbrille? Was denn jetzt? Ich folge einfach die ganze Zeit nur. Schieb mich aber beiseite. Ich bin dankbar, dass es gerade so ruhig ist. Und das ist die Demo gerade nur? Ah. Er hat eine Fernbedienung. Ah. Damit kriegt er die Sachen auf. Ah. Okay. Also. Das ist der Chong-Shao-Shao-Chang, Xu Wen-Shong-Sien-Sung, ba? Hey, du hast viele Gong-Ke, oh. Hehe. Er ist ein guter Mensch. Oh ja, das ist, oh. Die Augen sind nicht gut. Hä? Oh, nein. Er hat die Augen, ba? Hehe.
Oh ja, die Witze sind echt gut. Xu Wenxiong, 14. Januar 1906 bis 2. März 1970, Schulgründer, der von 1955 bis 1960 im Dienst stand. Der Schriftsteller, Historiker und Dozent Xu Wenxiong gründete die Wenhua-Universität, Schriftzeichen, auf diesem grünen Fleckchen Erde, um Kultur und Bildung zu fördern. Die Universität wurde nach seinem Ziel benannt, gemeinsam das Beste zusammenzutragen, was die Kultur zu bieten hat. Ja, der wirkt jetzt nicht wirklich verdächtig. Der wirkt einfach wie so ein normaler Dude. Was ist das für eine Schule? Wow. Die Wenhua-Universität besteht aus 4 Hauptschulen, also nicht wie in Deutschland, sondern Hauptschulen, also Main Schools, ja? Und erstreckt sich auf einer Fläche von insgesamt etwa 67 Hektar. Durch die Lage in den Bergen ist die Aussicht atemberaubend und die Luft frisch und klar. Dies trägt dazu bei, die Weltanschauung und den moralischen Charakter der Studenten zu kultivieren. Seid ihr kultiviert? Ist eure Weltanschauung kultiviert? Das im Jahr 1959 errichtete Da-Ren-Gebäude wurde nach den Idealen von Ausdauer und Tapferkeit benannt, in der Hoffnung, dass Studenten diese Prinzipien kultivieren und in ihren Charakter einfließen lassen. Seid kultiviert jetzt! Jetzt kultiviert sein! Ich bin so kultiviert, wenn ich das lese, ich bin einfach wow. Kultiviert? Noch kultivierter? Am kultiviert? Ist das Uran? Sehr kultiviert? Oh, so viel Kultivierung. Okay. Wir ahnen, worauf das hier hinausläuft, oder? Okay, aha. 14.08.1959. Fertigstellung des Da-Ren-Gebäudes. Schulgründer Xu Wenxiong posiert gemeinsam mit dem Vorstand. Na klar. Und die Gitarre, also den Typen haben wir auch schon gefunden, ne? Sieh dich im Schulgeschichtsraum um. Ja, das machen wir doch. Hä, das mache ich doch gerade. Aber habe ich doch schon alles. Hier, geil. Fernsehwand. Weiß ich nicht. Offenbar nicht so interessant. Jetzt hier nochmal. Dieses Gebäude wurde von einem ausgewanderten Architekten entworfen. Im Laufe der Jahre hat es aufgrund seines herausragenden architektonischen Stils unzählige Auszeichnungen gewonnen. Spreche mit dem Sergeant. Okay, mache ich gleich. Den Rest haben wir schon gelesen, ne? So. Sehr dunkel hier. Oh, ja, Paizao. Sind Sie nicht Sangji, oh? Kaila, Kaila, Paizao. Eh, Bugo, oh, Bia, Paizao, oh. Nix, Pa. Hä, oh, Sipa. Das war schon, ist cool gemacht oder der ist auch wirklich nett. Ah. Hä? Such dir mal. Das kann man doch besser fotografieren. Was war das denn gerade? Für eine Stümperei. Ah, hier ist eine Karte vom Schulgebäude, oder? Oh, das ist gelb. Jade? Warum? Ey, ich kann, das ist so neu. Das ist so 1960-Jahr. Vielleicht ist es kopiert. Und das ist ein Zen-Bagua-Genzug. Oh. Bagua ist so. Zen, das ist ein Zen-Sie-Chi-Gui. Wir haben hier, ganz genau, in der Yin-Yang-Jau-Jie-Di-Dai, und in der Sand. 要用正的八卦好好给它正一下。嗯，OK，谢谢。还有这个方位、角度啊，这些都要对准。要是乱搞啊，变成逆的八卦就不行了。逆八卦哈，会招阴气进来，把阴气哈锁在里面。这样子哈，死在里面的人，就算变成鬼也出不去。外面的鬼又一直进来。哦，这是also passiert。您懂风水哦。 真厉害！略懂了。我后来自己有研究一下。
如果当初建商有把建筑盖好，那就好了。设计图怎么给，他们就怎么盖。啊，谁知道设计建筑的会乱搞啊，把这个地方哦用成逆八卦，盖房子的也无辜啊。嗯嗯，也是。啊，对了，阿爸，说到闹鬼传闻，想说您在这里待了这么久，应该多少也遇过吧。鬼哦。嗯嗯，说起来也算多了，该怎么说好嘞。哎哎，不对哦，啊，这些神啊鬼的你的报道用得到啊。这个嗯我啊，哎呦，11:34，这么晚了。哇塞，哎哎，好了好了，今天差不多了。我再拍几张照，电梯的就好了。哎哎哎，不行不行，小姐你要赶快离开了。又来了。阿伯，你看这张书。8月21号。哦，要22号了，难怪。不用管我，先去忙吧。还是要不要我帮忙哈？不用，你不要乱跑哦，很晚了。12点前要赶快离开哦。Oh, irgendwas ist hier doch nicht ganz koscher. 还有20多分钟，放映室会有可以播录影带的地方吗？ Noch 20 Minuten. Guck mal. Merkst du was? Das Gesicht fehlt. Mit dem Vorstand. Ich hätte gern irgendwie die Reihenfolge, wer die Leute sind auf dem Bild, von links nach rechts, bla bla bla. Und dann kann man nämlich mal gucken, wer das gewesen wäre hier mit der. Was hat er für eine Kette an? Das ist interessant, glaube ich, ne? Das sollten wir uns vielleicht mal merken, diese Kette, aber. Weiß nicht, ob ich mir merken kann. Können wir einfach warten, bis die 20 Minuten rum sind und dann mal gucken, was passiert? Okay, 20 Minuten haben wir und wir sollen das Band abspielen. Aber können wir das nicht zu Hause machen und morgen wiederkommen? Müssen wir denn hier nachts rumkraucheln? Vorführraum. Ja. Das Band geht 21 Minuten. Ich muss immer noch pinkeln. Aber das ist doch das gleiche wie auf YouTube, oder? Also was sie auf dem Handy gesehen hat. Der Fahrstuhl geht nicht. Und gleich Sching. Da ist jetzt 0 Uhr und sie hat die Lampe. Die wir gerade schon gesehen haben. Es ist genau 0 Uhr. In die Kamera? Nein? Doch? Vielleicht? Gai buhui.
Nimm die Öllaterne unter die Lupe. Auf einmal ist es sehr dunkel hier drin. Ich schau mal kurz auf die Uhr, ja? Ja, wir haben noch Viertelstunde haben wir noch Zeit. Und die die Öllaterne ist das einzige, wo noch Licht brennt. Okay, na so ein Zufall, wir müssen ein Rätsel lösen. Das ist natürlich sehr zufällig. So. Ah, hätte ich anders machen sollen, ne? Die beiden sind auch vertauscht, shit. Okay, da muss ich mal rüber. So. No! Wie kriege ich den jetzt getauscht? Ach, der ist ja auch noch da drüben. Oh, shit. Nee, da muss er. Der muss hier bleiben. Oh, warte ganz kurz. Ich muss eine Sache mal kurz machen. So, gib mir eine Sekunde. Ich muss mal eben hier. So. Gut. Ich mach nochmal zurücksetzen gerade. Ich glaube, ich habe mich gerade ein bisschen verfahren. Okay, dann lass mal kurz gucken. So. Der muss rüber. Der ist eigentlich richtig. Der muss da runter. Der muss da rüber. Den hätten wir da schon mal. Jetzt haben wir's. Prima. So. Yoda? Geisterlampe. Warum macht sie dasselbe wie im Video, wo die Frau gestorben ist? Warum macht sie dasselbe jetzt? Das ist nicht der schlauste Move. Hast du gerade selber aufgemacht? Hallo? Da ist wieder der Abrisskopf, die Abrissbirne. Ja gut, das ist nicht besser. Ja, hier ist gerade ein Geist rumgeflogen. Na klar ist hier was zu finden. Anima-Laterne aufdecken. Halte zur Erkundung mit der Anima-Laterne die Space-Taste gedrückt. Folge den Hinweisen auf der Suche nach interessanten Gegenständen. Richte die Laterne auf die Mitte eines Gegenstands und halte sie dort, um mögliche versteckte Dinge und Bilder zu offenbaren. Der war mir schon immer suspekt. Ich
höre Weinen. Ich könnte schwören, ich habe gerade Weinen gehört. Das ist wahrscheinlich Pan, die weint, weil ich so lange brauche. Ja, bitte? Ja, was war das für ein schönes Geräusch? Ja. Ach, wir zittern. Okay, das ist gut, aber das Geräusch, was war das? Die Laterne zittert, wenn irgendwas Interessantes da ist, ne? Von hier bis zur Tür. Ja, Moment, wir gucken erstmal hier rum. Die hat gesagt, ich soll gucken, also gucke ich. Es ist 5 Uhr 12. Ich glaube, wir sind noch sicher. Da ist auch was. Oh. Hat der Security Guy wieder eine Katze gefunden oder was ist hier los? Ich wollte nur mal schauen. Gut, ja, wenn hier weiter nichts ist, dann, Hallo? Ja. Wo ist denn der Polizist? Was steht da? Gronk.shop steht da. Oh, cool. Naja, ähnlich. Ähnlich. Ich komme gleich. Ich glaube, der Fahrstuhl ist verflucht. Ich glaube, das ist sie, ne? Das ist die Dame vom Video, die wir gerade gesehen haben. Aber ja gut, ich muss wohl... Anima-Laterne, böses Ki vertreiben. Vertreibe böse Energie. Das ist böse Energie? Schlorp. Hier ist Bakua. Gang gang von Jodan der Tanschgröße Schammel. Oh, Bakua. Denk an die Hand. Null Uhr. Jetzt sind wir auf dem Video. Hallo? Emergency. Okay, das war cool gemacht. Nein. Ich muss immer noch pinkeln. Das wird jetzt nicht besser. Aber ich kann jetzt nicht gehen.
吗？Entschuldigung? Ich würde die sowas von nicht antippen. Oh Gott. Oh, ja, keinen Grund, den Kopf hängen zu lassen. Was ist denn mit ihr los? Die ist doch mal ins Gym. Anima-Laterne-Schutz. Wenn die Symbole an der Anima-Laterne vollständig aufleuchten, schützt sie den Träger vor einem tödlichen Geisterangriff. Anschließend muss ihre Energie vollständig aufgeladen werden, bevor ein weiterer Angriff abgewehrt werden kann. Okay, ich weiß aber nicht genau, wie sie schützt, aber es wird schon irgendwie gehen. Haha, haha, die kann sich nicht hinknien. Oh, wie cool. Ah, wie cool sie aussieht. Achso, wir sind wieder aufgeladen, ne? Okay. Oh, warte, da müssen wir... Okay, wir haben ein bisschen Zeit. Die sieht uns, aber wir haben ein bisschen Zeit. Okay. Wie cool das mit dem Kopf da hinten ist. Alter, wie gut sie einfach aussieht, ne? Also nicht auf diese Art und Weise, aber wie gut sie einfach aussieht. Also ein bisschen verliebt bin ich schon. Ich würde adoptieren. Kannst du mal wieder weggehen? Ich muss einen Fluch brechen. Muss ich denn von vorne anfangen oder kann ich den jetzt einfach weiterbrechen? Ich komme ja auch nicht raus, ne? Also ich bleibe jetzt hier für immer. So. Ach, vielleicht ist sie ja nett. Wir haben noch nicht das Gespräch gesucht. Beide treffen sich, schreien. Das führt doch zu nichts. Das Auge wurde gerade oben nicht rot. Ich habe einfach nur ihre Barfußplatsche reingehört. Oh, Junge, 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 Junge. Okay, gut. Aber zum Glück gibt es diesen Tisch hier, sonst wären wir aufgeschmissen. Ruhe, Lampe, Ruhe. Jetzt muss ich noch mehr pinkeln. Aber ich glaube, wir schaffen's. Oh Gott, ich trau mich nicht. Da war sie schon wieder. Wir hätten es nicht geschafft. Sie hat es genau gekriegt. Obwohl ich gerne wissen würde, ich würde gerne wissen, was passiert, wenn sie uns kriegt. Aber da muss ich alles nochmal neu machen. Deswegen mache ich es nicht. Aber ich würde es gerne wissen. Das nächste Mal, wenn die Vollversion draußen ist, dann lass uns mal erwischen. Dann gehen wir mal kuscheln mit Mami. Ich will doch auch nur ein bisschen Nähe. Einfach nur ein bisschen Körperwärme. Obwohl ich glaube, die und jetzt? Ist sie trotzdem noch hier? Na, die hat doch Spaß. Wie die aber gelacht hat. Ich glaube, die freut sich.
So, ist das der Wachmann? Das ist Tomatensoße. Ich will es vielleicht gar nicht wissen. Wo muss ich denn jetzt hin? Ich schau mal auf die Mappe. Wir müssen hier lang. Okay. Bounce with me, bounce with me. Chicka, 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 bounce with me, bounce with me. Da können wir nicht runter, ne? Ich meine, sie ist halt auch gar nicht mal so langsam, glaube ich. Wir können zwar auch rennen, aber ich glaube, das wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Also, Kopf-an-Hals-Rennen, Entschuldigung. Ach, okay, die geht nur da rein und kommt dann wieder zurück? Okay. Okay, warte, wir gehen gleich mal rüber. Ich weiß nicht genau, wo ich rüber muss, deswegen bin ich gerade vorsichtig. Oh, Fußspuren. Jetzt hau doch mal ab da bitte, ja? Ich muss doch mal durch. Geh mal wieder zurück in dein Eckchen, ja? Braves Mädchen. Ja, umdrehen und jetzt wieder zurück. Genau so. Boah, sieht so gut aus. Nicht auf den Po gucken. Okay, ich nehme gleich die Beine in die Hand. Jetzt gerade kann sie uns ja nicht sehen, ne? Chill, Girl, chill. Chill. Ich glaube, sie ist sauer. Puh, da muss aber jemand mal eine gute Hautcreme empfehlen bei ihr auch, ne? Ich glaube, die hat sich Mückenstiche ausgebrannt. Wir kennen alle das Gefühl. Okay, wenn sie jetzt darüber geht wieder... müssen wir dann zu der Wolke und die weggasen. Und die kriegt das immer mit. Die kriegt das immer mit. Boah, ich finde den Gegner voll cool. Wir haben es gleich. Upsi. Bitte keine Upskirt-Fotos. So, sie chillt wieder. Wir gehen gleich wieder rüber. Wir machen das schon. Wir kriegen das schon hin. Easy peasy. So. Junge, 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 Junge. Leichtes Hohlkreuz. So, nächstes Mal kommen wir ganz easy durch. Wir hätten es vielleicht noch geschafft, ja, aber ich wollte kein Risiko eingehen, weil wir von vorn anfangen müssen. Die Schuhe sind auch schön. Das sind bestimmt Nike, ne? Aber ich hätte Slippersöckchen empfohlen, sonst reibt das ein bisschen. Aber na gut. Jeder wie er mag. Oder sie.
So. Leichte Flipflops. Okay. Du, 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 du. Dann wollen wir mal durch. Mal gucken, wo wir landen. Jetzt aber Penthouse. Ab in den Spa-Bereich. Ich brauche Entspannung. Ich dachte, das wäre eine Demo. Ihr Ausweis, ne? Huang Tingtings Ausweis. Ich wusste es. Ich hab's genau gewusst. Ich will das weiterspielen. Das darf nicht aufhören. Warum ist das nur eine Demo? Und ich meinte gerade noch, das ist nur eine Demo. Ist halt nur eine Demo. Wie lange geht die denn bitte? Holy shit. Jetzt will ich natürlich wissen, wie es weitergeht. Und war das eventuell der Wachmann von oben oder ist das ein anderer Wachmann? Oder weil der hat ja keine Sonnenbrille auf und so. Hä, wie gut einfach. Bridge Curse 2. Ich habe gehört, der erste Teil war eher so. Aber der zweite Teil, holy shit. Voll geil. Ja, Wishlist auf jeden Fall, ne? Wenn ihr selber spielen wollt, Demo kostenlos auf Steam, ihr wisst Bescheid. Und wenn es euch gefallen hat, packt es euch bitte auf die Wishlist, unterstützt ihn, den Entwickler, und zeigt ihnen einfach, dass sie auf dem richtigen Wege sind, ja? Auch wenn man es momentan noch nicht kaufen kann, aber immer schon mal Wishlisten, wenn ihr sowas mögt oder wenn ihr Indie-Entwickler supporten wollt, wenn einfach mehr von diesen Spielen kommen sollen. Voll geil! Bridge Curse 2, ich weiß nicht genau, was mit dem Fluch der Brücke auf sich hat und mit der Schule und keine Ahnung, ich weiß es einfach nicht. Geil! Ja. Das war nice, ne? Ich höre den Geist immer noch. Hä? Das war wirklich voll cool, oder? Hä, Geist? Hallo. Oh, scheiße, das ist falsches Ding. So, tschüss YouTube. Tschüss.